A7 Kassel Richtung Hannover ist zwischen Nordheim Nord und Seesenharz wegen einer Baustelle bis um 6 Uhr heute Morgen gesperrt. Hier bitte der Umleitungsbeschilderung U13 und U15 folgen. Oh, damit guten Morgen. Wir haben es Mittwoch, 0.30 Uhr. Ich bin auf dem Weg, nicht wie ich gesagt habe im letzten Video, nach Stelle, dann nach Timmendorf, dann nach Gleschendorf und nach Hause. Nein, es gab eine Touränderung, deswegen bin ich auch schon vorher unterwegs, denn ich fahre nach Norderstedt und dann nach Gleschendorf und nach Hause. Nicht großartig anders, aber in Norderstedt erwarten mich laut meinem Kollegen 4 Abladestellen. WTF, das ist die erste, das ist die zweite, das ist die dritte und die vierte. Tatsächlich, da habe ich ja mal heute ganz großes Programm. Och, und dann noch hoch an der Küste und dann die ganzen Staus runterwärts. Ach, und da ist meine... Komm noch her, du alte Büroklammer. Ja, da haben wir ja volles, strammes Programm auf dem Mittwoch. Kabel, Kabel, Kabel. Hinein. So, Autobahn gesperrt. It's all about humanity. So, bin mal gespannt, ob die Kollegen jetzt hier alle die offizielle Umleitung nach rechts fahren. Weil dann hätten wir nämlich freie Bahn mit Mima Marzipan und der Plan geht auf. Weil ich fahre jetzt geradeaus Richtung Hannover. Weil da lang fahren, hört auf. Warum bedankt er sich? Naja. Ja, manchmal hier, du. Junge, Junge, Junge. Oh, hier doch einspurig vom Elbtunnel. Kann ich dir gleich sagen, ob ich abhebe oder nicht. Also hier ist 60. Naja, nee, die Schilder stehen noch hier. Sprunghügel, 500 Meter. Aber ich hab einen Nagel vor mir, also wenn der abhebt wie so ein Flummi, dann weiß ich Bescheid. Nagel hält es mal an hier. Rechte Röhre auch wieder gesperrt, also wieder Linksröhre, meine Herren. Thank you.
Ja, Norderstedt erledigt. Alter, wir haben es hier schon 26 Grad. So, einmal Pieper. Bis zum nächsten Mal. Was ist denn hier los? Kein Verkehr auf der Straße? Das ist aber auch selten. So, Navi nochmal schnell eintippern. Leschendorf. Luftlinie 53 Kilometer. Naja, ich bin gespannt. Mein Kollege sagte mir, hier vorne war eine Straße gesperrt. Huch, der Fahrer noch drin hier. Das ist so quasi eine Abkürzung hier von Norderstedt über Tangstedt, heißt das, glaube ich. Gucken wir gleich mal. Wenn da gesperrt ist, immer noch gesperrt ist, dann müssen wir durch Norderstedt. Und das wäre scheiße, Peter. Weil jetzt erwachen die ganzen People zum Leben und wir mittendrin. Boah, das ist warm, Leute von heute. Oh, das ist Tauwetter für Dicke. Oh, ein schöner T2. So, nächste Ampel, normalerweise links. Drückt mal die Daumen. Also Navi sagt mir links. Ist da wohl wieder frei. Hoffentlich. Das wäre schön. Huch, ich fahr zu schnell. Oh, 7.05 Uhr. 7.17 Uhr kommen die Fräses. Vielleicht kennt ihr ja wer von euch auf NDR 2. Ach, das sieht so aus, als wenn da noch durchgestrichen ist. Och nee. Ist da noch... Verdammt! Ja, juhu, ist gesperrt, wa? Müssen wir die U2 fahren. Verdammt nochmal! Nee, dich meine ich nicht, beenden. Ja. So rasen wir dahin. Sportliche 22 km/h. Ja, fahrt hier mal alle geradeaus. Das ist sehr gut. Naja, gut. Einer. Alter, hier haben sie aber auch Blitze eingepflastert. Meine Fresse. 1, 2 und da 3. 3 Blitzersäulen. Ach, 4, da ist noch eine. Gott, oh Gott, oh Gott. Na, wenn du hier drauf fährst, dann machst du, was bei Rot drauf fährst, dann löst die aber auch. Das sieht Flakfeuer aus hier. Mein Schiff ist ja komisch hier. Der guckt mich so böse an. Ja, Kumpel, einfach mal vorbeigemogelt. Und dann macht er sich auch noch so breit. Absicht. Alles mit Absicht. Hier blitzt er drauf, wenn ich hier in die Kreuzung einfahre und hier ist genau das gleiche Schauspiel wieder hinten. Aber nein. So, Ankunft in Leschendorf 8.26 Uhr, also in einer knappen Stunde. Zweimal rechts, zweimal links, dann sind wir da. Kommt da was? Nein. Och, ein Häschen. Och, hoppel, 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 Mäuschen. Kleines Dingen. Oh. Och. Habt ihr gesehen, den kleinen Hasenbasen da? Och, ja. Alles safe, er ist links abgebogen und das Auto. So. Noch einmal rechts. Och, da steht der Baby-Benz. Ja, ja, ja. Einmal links. Und das zweite Mal links. Oh, WTF, was ist denn hier los? Stellen wir uns doch hier oben hin.
Falco, nicht so nah ans Haus, sonst ist die Dachrinne weg. Das wäre nicht gut. Ah, hab ich hier heute kein Zielwasser getrunken oder was ist mit mir los? So. Oh, will ich mal hingehen und mal fragen, ob mein Auflieger fertig ist. Jo, das ging jetzt ja schneller wie gedacht. Also meiner ist schon fertig, mein Auflieger. Der steht nämlich da. Und ich habe einen leeren, also meiner ist ja leer. Und wenn der Kollege, der hier so über den Hof läuft, wenn der fertig ist, mit seinem Duffy, dann fahre ich hier ran, Sattel ab, häng meinen an, mach Papiere und geht's nach Hause. Wie geil ist denn das? So, fahren wir mal ran jetzt, wa? An das Tor, was leer ist. Eng, eng, eng. Passt, passt, passt. Jetzt fahren wir mal schön hier rüber. Aber aufpassen, wenn wir übers Kabel fahren. Gucken wir mal hier, wie wir... Ich hab's jetzt natürlich auch toll hingestellt hier. Jetzt filme ich mal mich, weil der Kollege ist hinten. Und ihn gefragt, andere Leute, Film machen wir ja nicht, ne? Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Nochmal vor. Aber jetzt. Hochpumpen. Und runterfahren. Whoopsie Daisy. So, so, anschnallen. So, Hamburg, 21 Minuten, 21 Minuten Stau. So, so. Anhänger, Positionsleuchte, Rechtsdefekt. Na, mach Sachen da, Junge. Und sneaken wir uns mal hinter dem Dach hinterher. Ich glaube, ich muss mal. Danke. Danke, danke, danke. So, Ankunft sagt das Navi mir Höhe 28 Meter. Das ist auch geil. Ankunftszeit 13.22 Uhr. Dabei bleibt es nicht, weil wir müssen noch eine Pause machen. Respektive ich. Warum könnte doch mal schneiden hier? Sieht man kaum, ob da was kommt. Na, ich werde schon mal mein Headset mal klar machen, weil der Kollege hier vor mir, der liebe Wolfgang, der ruft bestimmt gleich an. So, zack. Das können wir ausmachen, das brauchen wir nicht. Darauf achten, dass der Hoppelhase wieder auf den einfach geschossen kommt. Nein, da läuft ein Rentner lang. Okay, okay. 26 Grad an der Ostsee, Freunde. 26 Grad.
Um 9 Uhr, wohlgemerkt. Pfiff! Muss ich aufpassen, der darf nicht so richtig in den Schwung kommen. Dinge aus dem Ohr. Ich bin in, oh Gott, wie stehe ich denn hier? Ich bin in Uelzen oder kurz vor Uelzen, mache jetzt mal eine halbe Stunde Pause und dann nehmen wir den Rest in Angriff. Der Kollege mit dem DAF und ich. Dann würde ich sagen, wenn sich jetzt nichts mehr Weltbewegendes ändert, dann war es das mit dem Video und ich sage 30 Grad. 11 Uhr. Geht. Danke fürs Zuschauen, hab mich gefreut. Bis zum nächsten Mal, euer Falco. Ich bin raus, euer Falco. So rum. Ciao.